Champions League Mucke anmachen, um mich zu hypen. So, ja, dann Mann, erster Band ist erstmal der Talent, ne? Verabschieden wir uns erstmal von dem. Champions League Mucke, the Throwdown. Also, womit fangen wir an? Talent. So, dann auch wird schon ein bisschen tricky, ne? Was ist denn unsere nächste? Corki? Der spielt viel Corki, der Midlaner, ja. Oh, guck mal, von mir ist auch Band. Mir ist das wurscht. Dieser Midlaner okay, könnte auch einfach lernen, dagegen zu spielen. Ah, aber. Okay, jetzt ist nur quasi ein Dreier. Orianna picken, Orianna bumst doch Corki immer noch. Shen, Rakan, Xayah. Noch irgendwas broken? Open? Ezreal. Ezreal, 4. Ich würde jetzt Rakan Xayah nicht bannen, auf jeden Fall, weil wir können einfach Rakan picken und die ja, auf Xayah forcen. So. Xayah ist halt nicht so stark. Ja, aber es geht jetzt darum, dass wir jetzt. Ja, dann bann mal LeBlanc. Bann war schön die Assassins weg. Aber wenn der Corki geht, gehe ich einfach Zoe und fick den. Ja, Corki jetzt auch nicht so das Problem in die Stufe. Und wenn ich Zoe gehe und der geht. Aber wir können einfach Ezreal auch offen lassen, Rakan first picken und dann gehen die entweder für Xayah. Und wenn sie für Xayah gehen, können wir first picken. Ja, aber dann kriegen sie Xayah Shen. Ja, ich würde jetzt Rakan besser. Ich würde jetzt Shen bannen. Dann ist weder Shen noch Ornn offen. Was? Dann lass doch Shen bannen, first picken Rakan, dann gehen die für S. Ja, könnte höchstens sein, dass die für S will Jungle gehen. Wenn die für S will gehen, gehe ich für MF. Kriegen wir, dann müssen die beides picken, Xayah und S will, ja. Aber dann haben wir immer noch MF, ne? Ja, S will Jungle ist auch nicht so top tier, wie wenn ich Tim richtig verstanden habe. Stimmt's, Tim? Nochmal Jungle wiederholen. S will Jungle ist gerade nicht so mehr so sick. Ezreal Jungle? Nee, okay. Doch, kann man spielen, aber es hat. Also, wir gehen jetzt für Rakan, ne? Haben wir irgendwas krasses vergessen? Nee, ne? Xin Zhao. Aber wir haben jetzt Xayah Rakan offen gelassen mit dem Sinn, Rakan zu first picken. Ja, deswegen pick auf jeden Fall Rakan. Ja, also, die gehen jetzt wahrscheinlich für Xayah Xin, ne? Das ist so ein bisschen unsere Befürchtung. Kann gut sein, ja. Dann gehen wir für MF. Spielt also, wir müssen auf jeden Fall ADC jetzt in der Rotation picken. Und dann dazu unseren Jungler wahrscheinlich, ne? Also, wahrscheinlich Xin, wenn Xin offen ist. Ich habe kaum Xin gespielt. Okay. Was denn gut gegen Xin? Nichts. Einfach Early Game. Ja, gut. Hey. Hört sich bei Kevin schon nahe der Suicide-Stimme an. Ja, gut. Okay. Alistair. Aber ich glaube, der hat kein Xin gespielt, dieser Macbeth. Daher. Also MF sind wir immer noch bei MF bei dem Plan, ja, ne? Ist okay, ja. MF Rakan, ist das gut? Gegen Alistair. Alternativ kannst du auch Tristana gehen, ne? Ist auch super gut. Mm-hmm. Wer hat safer gegen Alistair? Ja, geht immer Tristana. Tristana? Ja. Okay. Ich würde dann jetzt trotzdem für den Jungler gehen wollen. Xin, Lee wahrscheinlich gegen Alistair. Jarvan. Nee, Jarvan ist trash momentan. Ich hocke. Jax? Pick Elise. Kha'Zix. Nee, Elise ist gut gegen Alistair und so. Ja? Ja, Elise ist gut. Passt auch sehr gut zu Zoe. Ja, ich hab gerade die 2017er World Champions Select an, das hypt mich richtig. Ich find das richtig geil, das ich hab grad Doggy an, das hypt auch. Doggy als Champ Select sieht bei Riot. Okay, Boys. Und eine Nase ist im Hintergrund. Wuff, wuff. Was haben wir an Top-Laner noch? Ah, das Warwick Jungle. Rumble, Trundle. So was. Je nachdem, Tanks sind nicht mehr so. Also schon, Poppy. Okay, wollen wir noch irgendwas bannen auf der Top-Lane? Kann Poppy Warwick unterbrechen? Die können halt Cho'Gath gehen, theoretisch. Aber ja, Cho'Gath hat die ganze Zeit gespielt. Cho'Gath und Marok hat dann noch viel gespielt. Bild Elise Q als Dash? Für Sudden Impact? Doch, ja. Ja, dann lass mal Cho'Gath weg, Mann. Ja. Kann Poppy W Warwick Gold unterbrechen? Nee. Ja. Ja? Wir jumpen, glaube ich, schon, oder? Ich nehme Cheap Shot. So, die Frage, ob er da an. Wir sind ja eigentlich schon was. Alles, was Dash und Fliegen jumpen. Aber Melfa ist ja auch nicht in der Ripper. Ja, ist ja auch heißt ja auch Unstoppable. Ich guck mal kurz nach, weil ansonsten würde ich. Warwick ja auch nicht flayen oder so, das geht ja auch nicht. Nee, ich spiele Cheap Shot, weil ich ja einen Stun hab. Nee, ich meine, ansonsten wäre ja hier Poppy wirklich gar nicht so unattraktiv gegen Warwick und. Liste. Trips, Zoe. Oh, ach, meinst du, ob die W die Ulti von Warwick interrupted? Ja, genau. Glaub nicht. Also hier steht nur Leap. Ja, wollen wir noch den Maokai-Bann von denen?
finde Maokai Warwick immer sehr anstrengend mit dem Alistar so als Triple Front. Ja, Maokai Ban finde ich gut. Ich glaube, das ist super schwer, sonst zu counterplayen. Aber dass sie echt Zoe gebannt haben, ja. Das hätte ja echt gut gepasst. Ja, warte mal. Ja, Java top lane? Wahrscheinlich, wenn die das picken. Dann würde ich ihn auf jeden Fall Auri wegpicken. Ist erstens safe Midlane Pick, wenn die Mitte nicht schauen. Ja, der spielt halt viel Fizz, das ist ein bisschen anstrengend dann, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. War kein Auri-Kombo. Ja, true. Ist halt auch jetzt die Frage, was wir jetzt machen wollen, ne? Sollen wir eher Splitpusher top lane haben, wollen wir einen Teamfighter haben? Ich würde eher sagen Teamfighter, oder? Ja, unser Teamfighter ist halt bisher schon mit relativ strong, würde ich sagen, hat der halt auch nicht schlecht. Aber wir haben. Wir müssen jetzt entscheiden, ne? Was sie kommen. Oder Morgana. Ja, gib mir Auri. Auri? Ja. Morgana wäre sonst ganz praktisch halt gegen Warwick gewesen. Ja, aber ich kann nicht. Ich finde Auri aber nicht schlecht. Also Morgana bleibt. Nee, Auri ist gut. Auri ist gut. Echt mal. Mit Auri Rakan können wir immer Plays machen. Also, ich würde jetzt noch gucken, dass du vielleicht was Lane-Dominantes picken kannst. Gegen Jarvan. Haben die doch. Ja, aber dann würde unser Team komplett scheiße sein mit Jace. Pick mir einen Renekton. Oh, Renekton gefällt mir. Ist Renekton denn gerade gut? Mit so, Press D Attack? Ja, Proc bei dem W automatisch, ne? Jo. Balanced. Boah, ich sag mal so, 6 Fervor Stacks mit einem W war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Ja, das stimmt. Dann gönnt er sich den Yasuo? That is a question. Oh. Echt ballsy. Es gab heute Warwick Gold Cleansen? Nee, QSS. Nee, kann man doch nicht. Suppress. Es gab heute in Inven, das ist das koreanische Reddit, gab es einen Post früher rüber, wie OP Zombie Ward ist in Competitive. Weil man sich damit halt Ultra Division mit Pushing Lanes aufbauen kann. Nämlich. Nee, wurde predicted, dass Pushing Lanes jetzt am Anfang, wenn die Patches nicht krasse Sachen verändern, komplett OP sein werden in Competitive. Weil dann halt einfach die ganze Zeit die Vision der Gegner wegclearst und für immer diese Wards behältst. Stimmt. Naja, nicht für immer. Die laufen ja auch ab. Ja, klar, nicht für immer, aber Arschlange for free halt. Plus, was halt auch super dumm ist, ist, dass du quasi. Warte kurz, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Beispiel war. Ah, ja, genau. Quasi, wenn du. Jungle Track, man kann man ja tracken, quasi wann die Gegner wo ihren Sweeper benutzt haben. Um zu checken, quasi wann sie wo waren. Und dann ist halt immer ein scheiß Ward, den du immer clearen musst als Jungle, der sonst 3 Minuten bleibt for free, ist halt mega belastend. Irgendwo in deinem scheiß Red Buff oder so. For free! Ja. Ja, Jungs, ne, das sieht ja eigentlich ganz solide aus, was ihr hier an. Ja, ich denke, wir haben gute Comp. Meine Hände sind scheiße kalt, ey, ich hasse das. Ja, ich wüsste das auch, wenn das passiert. Aber. Ja, ich finde unsere kommen auch gut. Ich denke, Late Game, weiß ich nicht, ob wir da outscaled werden. Die Gegner halt mehr tanken ist, aber. Wir die? Ja. Ja. Mit Tristana, Auri, also die müssen halt. Nee, wir haben Even Scaling, glaube ich. Ich denke, es nimmt sich nicht viel. Ich glaube, das ist halt mit Tristana wegballerst. Ja, aber wir haben halt schon deutlich. Ich wollte gerade sagen, die haben halt super viel Tankiness und eine gute Backline. Das soll der einzige richtige Tank sein später. Aber die haben halt, wenn die mit Java und Warwick nicht eine richtig gute Combo hinkriegen, haben die nicht wirklich was, um auf die Backline zu kommen. Ja, ich glaube, es wird echt viel davon abhängen, wie gut der in Engage ist. Ja, ich glaube, gespillt seid ihr beiden immer. Ja. Eigentlich in jedem Fight, muss darauf achten. Und wenn wir quasi zuerst engagen können, ist glaube ich ziemlich nice. Ich denke auch, dass wir 2v2 unten ziemlich easy gewinnen können. Wobei wir auch einen guten Re-Engage haben. Seid ihr 2v2 stärker? Worum wollen wir denn spielen hier? Was ist denn unser Plan? Ich meine, wir haben. Also, eigentlich muss ich über Top-Lane spielen, normalerweise. Renekton Elise, halt Dive, Turret. Ja, Renekton Elise ist ja sowieso top. Ich denke, wir sind Bot aus wäre fein. Ja, wir sind Bot relativ safe. Ja, ich habe das Ori-Corki-Matchup noch nicht gespielt mit den neuen Masteries, aber es muss eigentlich immer noch ein Tick besser sein. Corki hat keinen Cleanse, also ich werde einfach Loran Solo-Lane spielen müssen in dem Spiel. Jo. So. Ich habe auch Exhaust, also 2v2 sollten wir gewinnen. Ja, mit Eri hat Korki auch deutlich weniger Sustain als mit den alten Masteries und Runen. Also sollte das Matchup für dich dann noch einfacher sein, eigentlich, oder? Ja, ich glaube auch. Also war jetzt auch so meine Theorie, aber Korki wird zurzeit echt wieder viel gespielt und ich weiß nicht ganz warum. Ich werde Rapper solo starten, fake mal Toplane Leash. Okay. Aber trotzdem Invades covern. Okay. Damit die nicht checken, wo wir sind. Ich stehe hier. Moin, Leute. Ging mal spannender. Erst Game. Heute war auch mal bei mir ausnahmsweise. Huiuiuiui. Gönnst du dir? Ja, Mann. Funktioniert, Mick? Kannst du dich hier stellen, Kutschi? Ja. Und Sola passt hier auf den Invade auf. Ich will mich nicht zeigen.
Alter, das ist die Spinergy-Kutsche. Also, komm mit, Lame Baby. Okay, das ist nicht so nett, wie du es dir vielleicht vorstellst. Was? Nichts. Boah, ich glaube, du hättest nicht Schild anfangen sollen, Solar, gegen den Melee. Ja, ich werde aggressiv traden, werde ich auch ein paar Minion-Akku, ein bisschen Minion-Akku bekommen. Ich denke, das ist fein, aber werde ein bisschen mehr überleben, das stimmt schon. Okay, also Gameplan, ne, die spielt um Top-Mitte herum. Wir haben Top-Lane auf jeden Fall stärker, Mid-Lane sollte ein Ticken besser für uns sein. Und Bot-Lane muss halt ein bisschen aufpassen, dass der Warwick da nicht irgendwie was cheesy gepisst macht. Weil die haben auf jeden Fall mit den Alistar die beste Gankmöglichkeit. Nee, ich will nicht geleashen, ich will Solon. Okay. Wenn du kannst, also ich weiß nicht, wie viel Damage du kriegst, aber einfach ein bisschen Boots ich war ein Auto und Q. Weil dann ist das glaubwürdiger. Könnten ja dort cheesen, ne? Was meinst du, wir beide oder Level 2 Gank? Corkiness. Wir beide. Das ist jetzt ein bisschen late, oder? Können wir einfach pushen, wenn wir pushen. Ich hab vergessen, dass Dings ist. Der hat wahrscheinlich. Aber der hat kein Q gemacht. Vielleicht hat er gefaked. Botlane ist jetzt da. Der gibt Mana auf jeden Fall gewastet. Keine Ahnung, wo die Stadt hat, weil Jarvan war auch ein bisschen später auf der Lane. Also, Saya und Alistar haben beide Mana gewastet. Nee, ich glaube, das hier war. Ich glaube, es war ein Bot-Side-Start. Okay. Das von Corki, das war nicht überzeugend. Ja, aber weil Jarvan halt auch spät auf der Lane war, hätte es ein Red Buff Start sein können. Ja, aber keine Mana gewastet, kein okay. Nichts. Okay, ja, dann war's ein Botlane, dann war's 100 Punkte. Der war halt schon ziemlich schnell da. Und unser Renekton hat gebaitet wie ein junger Gott. Ja, dann kann es ja gut sein, dass sie den Top passiv. Wir sind unten jetzt schon im Tower, nice. Press the attack. Corki ist Miss. Nee, der steht. Geht mal Bottom Warden. Ja, ich geh jetzt. Wir müssen die Pushes besser ausnutzen, um Vision aufzubauen. Lass mal die Rage Shaker wissen. Ich könnte direkt so. Top-Lane kommen. Die spielen super vorsichtig, what the fuck? Ja, bei mir auch, Level 3. Also so, die stehen nicht mal in XP-Range. Ja, wie spielen wir das, wenn das Mist, die, Leute. Wie spielen wir das, wenn du auf die Xayah engagst? Ich kann auf jeden Fall nicht einfach mit Corki engagen. Wir können auch alles da engagen. Ja, das finde ich wäre ein besserer Plan. Corki kommt hier. Also du darfst einfach nur nicht All-In, so am Anfang. Ja, ich werde einfach mein wenig aggressiv. Ich komme mal wieder raus. Der hat er gewardet. Oh, Warwick hat die gemacht. Ich werde auf Alistar kombon und dann auf dich zurückjumpen, bevor er aus dem Warwick müsste Topside sein irgendwo. Ja, Warwick ist top. Safe? Ja. Ja, der hat hier oben die Krabbe gemacht, nicht 100% safe. Ja, dann ist die bei Hardpushen, dann resetten, ne? Oder willst du mal reingehen? Nee, noch nicht. Ich hab Midline Slow Push. Weil mit Level 3 können wir, denke ich, jetzt mal rein gleich. Willst du Deep Warden gehen, Tim? Ich hab schon Wards raus. Okay. Ich hab hier schon. Ja, ja, der ist da. Okay. Jetzt ich könnte regieren kommen. Kann ich mal raufgehen? 7 Sekunden eh. Okay. Kann Midline auch rauspushen und kommen, wenn ihr wollt. Habt ihr den Ward geklärt hier? Ja? Habt ihr jetzt vor ein bisschen? Ja, auf den Alistar, ja? Ja. Alter. Holy shit, der Alistar Base Damage ist. Ich erinnere mich noch an das Spiel letzte Woche. Alistar Base Damage ist so bastard. Ja, ich werde resetten. Ich muss einfach früher runter, ich muss einfach früher wegspringen. Ja, ein bisschen Time gewastet. Der E-Schaden ist ziemlich krank. Lass ich sustain nicht wieder hoch. Ich hab auch so ein Shit, zum Glück. Ja. Sollen wir uns pushen lassen, damit du ganken kannst, oder wie willst du spielen? Alistar geht gerade hier Warden, im River. Muss Alistar von hinten kommen, ne? Ne, du solltest jetzt erstmal, wobei, du musst aufpassen. Double gank auf jeden Fall raus. Das ist wieder das geworden. Okay, weil ich würde, wenn du noch pressuren kannst, würde ich einfach mir jetzt der Bot-Side die Warden gehen. Jo. Weil ich schon Tracker-Sniper hab. Also push einfach erstmal noch weiter rein. Jo. Mach noch kurz Dings mit. Aber ich habe auch richtig gute Pressure. Ja, Warwick invaden ist halt echt nicht geil, weil der halt so. Die gehen aber gut auf Mana. Dann kannst du halt kaum bursten. Jo, ich komme jetzt mit dir. Achso, du. Ja, die haben aber Push gegen uns gerade. Das sollte fahren. Nicht viel Mana, ich check hier Dings rüber. Okay, der ist hier. So, wie gesagt, ich bin halt nicht confident. Warwick unten, Warwick unten. Ich kann Counter gangen. Wir sind, ich habe keine W, 10 Sekunden. Alistar ist aber super low. Okay. Alter, der Javan hat euch ein Auto-Attack auf Minions gemacht. Ach, das wird fein sein. Ja, das ist fein. Ich brauche noch 150 Gold für BF, das ist perfekt. Vor allem, sie hat kein BF. Ich hab meinen Gnade leider raus. Ja, ich bin halt nicht confident genug in dem Matchup, um die Alistar-Combo zu wehen. Deswegen kriege ich da halt immer zu viel Free-Damage. Dafür habe ich das Matchup zu selten gespielt. Ja, ich bin Base, ne? Ich geh mit.
Ich hab richtig krasse Pressure Mitte, also das sollte. Sie hat definitiv keinen BF, ich hab grad perfekt genau genug Gold. Wir werden noch die Waffen nicht schnell genug auskriegen. Boah, meine Finger tun schon richtig weh, die sind so scheiße kalt und ich weiß nicht warum. Na, Bot resettet jetzt, dann kann Alistair einmal roam, passt auf dann, ne? Okay. Hat der gerade was benutzt, Tim? Flash? Nee, ich glaub nicht. Ich geh Midlaner jetzt für ein Reset. Ah, das Ding ist halt echt ziemlich strong, ey. 3 Minütchen steht das hier schon. Fast. Ja. Vor allem die halt hier auch, überall, Alter. Holy fuck. Sei, das ist krass, ne? Das ist halt, okay, da ist halt echt ein bisschen was. Ja, rund um die Midlane ist ja auch alles voll. Hätte einfach alle Zombie-Ward mitnehmen müssen, ey. Ohne Witz, ey. Ja, müssen wir echt mal machen. Lass das nur immer Zombie-Ward mit. Also, halt nehmen also und komplett um die Zombie-Ward haben wir es, Alter. Für mich macht es echt nicht so viel Sinn, ich farm die ganze Zeit. Jojo. Corki ist jetzt auch Mist. Was hast du in Soul Creed eigentlich drin? Als ich hab Gathering Storm, einfach nur. Na, ich denk, für die Triad ist ein bisschen besser. Da war hier. Jo. Ja, Botlane hat jetzt keine Sums, das heißt. Und die Warwick war da. Ah, ja, okay. Die machst du die 4% extra Movement Speed gibt, ist ziemlich geil. Wo ist gerade gespawnt von denen? Können wir Top Lane? Alistair kommt hier durch den River. Warte, der benutzt manchmal seine Qs. Der ist noch Level 4, ne? Ich denke, warded, hier ist warded irgendwo. Definitiv guten Damage. Ja, ich bin aber Ignite Deficit. Ja, stimmt. Oh? Ich habe auch keinen Heal. Ich bin 16 Farm vorne, ist alles fein, ne? Guck ja, Text. Und wir outscalen die ja tendenziell und nicht andersrum. Ult und Flash raus. Können wir pushen? Ja, aber der ist hier. Warwick, Topside. Ja, ja, ich will eigentlich. Ich kann durch den Topside rufen, wenn ihr wollt. Dass ich free resetten kann. Okay. Oder? Also ich würde ohne also Sums. Ich hab noch E. Nee, lass einfach ja. Farmen. Ich guck mal, wo der Topside ist. Wenn du triffst. Ich kann ihn. Ah, Warwick. Sorry. Okay. Lass sie einfach hier. Okay, ich geh wieder raus, ne? Ja. Fein. Oh, ja, das war mal wieder zurück. Ich hätte einfach springen sollen. Ich dachte, dass du da. Move. Ich hab zu viel früher. Oh, die kommen hier. Komm mal. Nee, ich move runter zu Corki. Okay. Ah, die haben nicht ignited, ne? Doch, ja, die haben ignited. Ja, ich habe 70 Heal. Du hast dann noch wieder einen Life, ja. Ich glaube, das ist ein Ja, ich hab Warwick ist fast tot. Okay. Corki muss da auch raus. Der hat noch hier, der Corki. Der hat noch hier. Ich push Mitte rein, ne? Job. Corki. Ich hab gleich Sums. Schönes Ding, Jungs. Links hier viel mehr? Raus. Nice, good job. Ja, okay, hätte vielleicht noch oben stayen sollen, aber war, glaube ich, fein. Ja, super gut. Ich kann Warwick reset. Auch, glaub ich, ne? Was ist mit Warwick? Hat er geflasht? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben Botlinger nicht reingepresst. Ja, Warwick hat noch Flash. Wenn du manchmal war super gute Pressure auf die. Ja. Nice, good job. Danke fürs Kommen, Tim. Das hätte ich callen müssen. Nochmal hier. Hier Press Attack. Einmal mit einer Combo Warwick auf half HP geworden. Also, nächste Wave habe ich Dings. Ne, der ist gerade. Conquer Package. Müsst aufpassen, der kann hochkommen. So wie der gemoved ist. Oh, das ist aber. Botlane ist halt Diveboard für mich. Ich weiß nicht, wie wir das spielen sollen. Kannst du einfach resetten? Ja. Die sind auch gerade irgendwie weg. Warwick ist nämlich am Red. So. Blue ist up. Wobei, lass nochmal bleiben, ja. Die pushen halt aus. Nimm den. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du jetzt gerade noch red bist. Und ich kann die Lane eh nicht härter pressuren als so. Der hat eben genau mit dem Move hat er auf die Corki engaged. Exakt ich hab wieder so Ultimate. Bot ist Mist jetzt, kann sein, dass wir Drake gehen oder irgendwo rein. Corki kommt Bot. Ich glaube, wir können ihn auch so diven. Ja. Ne, wir sind safe Bot. Warwick move gerade top side. Ich hätte Mobi Boots können hochkommen. Kann mich einer Backup Mitte? Ich komme. Hier kommt auf jeden Fall was. Hier kommt ein Alistair für einen Dive und die Miniwave ist groß und der hat Package. Bin unterwegs. Brauch aber noch ein bisschen. Warwick hier. Bin gleich da, Johnny. Kannst du aggro gehen? Lol, what? What? Fucking Alter. Pass auf, die kommen hoch, top. Warwick Q hat Dings gedodged, so. Die Kackpflanze. Wie dumm ist das? What the fuck? Komm wieder runter jetzt. Jo. Was, Charon? Ja, ich glaube, ich hätte einen Auspush gekriegt, die hat nochmal CS gemisst. Ich glaube, ich hätte den Alistar ulten sollen, aber. Ich wäre übel fein, so. Ah, nee, hat er gut gemacht. Ich hab Pinkward im Try. Ich hab jetzt auf Ulti, also wir könnten vielleicht auch unten was forcen jetzt. Ja. Das ist jetzt auch 6, aber. Ah, der macht einfach mal Pink, fuck. Die ist warded. Wir haben noch Pink dabei. Kurke pusht durch, ich glaub der will Base. Ich kann versuchen auf die Zeit zu engage mit Flash. Können wir? Ja. Ich move runter, ich brauch ein bisschen. Schön. Ah, fuck. Alles gut. Hat die was benutzt? Heal ist raus.
Oh, careful. Ich komme auch Bot. Ich komme Bot. Wir pushen. Alles hat noch Corki Space. Kein hier Xayah, kein Corki kommt aus der Base. Warwick hier. Ich bin auch da. Lane ist gleich reingepusht. Ich bin auf dir. Ich bin bei dir. Lane ist jetzt am Tower in 2 Sekunden. Nee, wir wollen das nicht mehr diven, ne? Wir wollen das nicht mehr diven. Nee. Bist du fein, Kurt, oder so, oder? Ja, ich hab ihn nur weggesungen. Okay, Corki hat eine Wave vermisst. Vermisst. Javan am Herald. Ja, ich hätte nicht reinspringen sollen, das war my bad. Dann hätten wir die wahrscheinlich killen können. Midlane immer noch Miss. Corki kann immer noch Bot sein. Corki Mitte. Ja, der Blue gekriegt. Willst du stehen lassen oder pushen? Ja, ich bin Tristana, ich würde das wahrscheinlich eh pushen. Willst du von hier im Play probieren? Wollte ich von hier eher kommen. Ja, macht mehr Sinn. Okay, hier, bitte. Miss, nevermind. Ich glaube, es macht am meisten, wenn wir Bottle die ganze Zeit hart pushen, dann invaden und gucken, ob wir Überzeitsituation kreieren können, weil mit Alistar, Rakan, sind die halt schon ziemlich safe. Wobei der Engage auch nicht so schlecht lief gerade. Ich glaube, wir können aber Toplane einfach weiter diven, oder? Ja, die Wave ist übel groß jetzt. Okay, ja, ich brauche ein bisschen. Ja. Und wir haben halt die ganze Zeit Push Pressure. Aber dann müssen wir unten halt echt hart aufpassen. Ja, wir haben gleich mal gerade Richtung Top zu holen. Okay. Die werden uns hier nicht engagen können, wenn wir nicht dumm sind. Nee, kann ich nicht, sorry. Ich weiß nicht, wo der ist. Wenn der da ist, bin ich fucked. Einfach eine Plant, die sind wir mal. Wir haben hier noch eine Pink, die haben mich gespottet. Genau, Mitte. Können wir mal Mitte gucken? Ich komme gerade. Ja, könnte. Hier ist kein Ward. Die Wave ist perfekt. Komm nicht ran. Wer auch da? Ich insta gehen. Ah, shit. Egal, können wir noch? Oh, oh shit, hättest du was sagen sollen. Ja, sorry. Tot ist tot. Nice. Ich bin aber auch tot, I guess. Pushen wir hart oder was machen wir? Könnt ihr jetzt tanken? Nee, ne? Sorry. Wir müssen Bot move. Okay. Ah, ich hab den Winkel nicht ganz hingekriegt. Ja. Aber ich glaube, wir hätten einfach für einen Top-Left gehen sollen, die Wave Face Juicy. Ja. Ich miss grad zu viele Stuns, holy shit. Aber der war ja auch Max Range. Aber ich hab einen Kill von Dice Wolf. Der Warwick hat geultet, ne? Könnt ihr hart pushen, dann mal Base gehen. Pass auf. Der Warwick hat geultet, oder? Ich hab nichts mehr. Ja, der Warwick hat geultet. Muss raus, ja, ne? Ja, klar. Ich move straight up wieder zu Top Lane. Er ist halt oder könnte ich. Er ist gerade Dive gefahren. Hat er raus? Warwick kommt top. Der hat geultet, oder war das ein Bug? Ich weiß es nicht. Hast du gehört, also, Kevin? Der hat auf jeden Fall die Ulti-Animation. Warwick sollte top side sein. Ich hab Flash-Ult ab. Ja, alles gut. Ich hab Heal ab. Ulti 45. Haben die Tri-Bush Ward? Ne. Ich geh Mitte resetten, Wave ist aber am Turret. Wo sie Q-Treffenfeuer. Corki könnte jetzt langsam move. Nein, dann lass ihn diven. Ja. Ah, der hatte hier ein Ward. Sorry. Corki kann move. Ich muss den Card resetten. Wir sagen, in beide Richtungen. Die move runter. Der hat Package, der war Base. Lass doch keine Minion. Keine Minion. Ja, ich lass dir eh solo Gold jetzt. Okay, Midlane immer noch Miss. Corki kann halt wieder Botlane diven. Ich glaube, die wollen Botlane diven. Kannst du TP ready sein? Oh, Corki ist der Package geholt. Könnt ihr gleich mal engagen, damit die Tor nicht pressuren? Ich hab Ultis. Kannst du machen. Haben die Summer das? Corki kommt Bot mit Package. Corki kommt Bot mit Package. Nice. Corki ist da. Corki hinter euren Tür. That's worth. Ich push. Ich hab den noch. Flash ist raus. Renne, ich renne, aber du kannst ihn eigentlich haben. Ah, der Attack-Strinker, ne? Das dauert immer ein bisschen. Ah ja. Nice. Wir können Bot Tür pushen. Aber Midlane ist auch hart. Ich gehe Base top. Ich gehe für Drake. Echt, Drake? Ich gehe Base von top. Lass mal kriegen ihn Wir haben hier noch einen Pink. Ja, wir müssen aber eigentlich auch helfen für Drake. Wir machen gerade viele Plays gleichzeitig. Ja, ist Ocean. Wir sind schon wieder 15. Ocean ist nicht mehr so wichtig, finde ich, oder? Wir mit Botlane Drake, der Turret, können wir jetzt die Map aufmachen und okay, Warwick hier. Weiter pushen. Ja, dann. Der Corki hat noch nicht ansatzweise eine starke Phase und ich habe jetzt eine komplette Static fertig, wenn ich Base gehe. Corki ist eine Midlane. Wir haben Mitte. Kannst Javan du bitte TP ab. Javan hat TP ab. In so 10 Sekunden. Ja, die Wave wird nicht. Können die Wave nicht machen. Ich will hier nicht stayen. Ich will geht hier raus unten. Javan move. Ich hab nichts ab. Komm, ich soll nicht. Ich will den killen. Ich nicht. Oh, komm. Javan von hier jetzt, ne? Ich muss da raus, Ich hab noch Sprung. Bobby hat keine Ult. Nice. Dann ist raus. Sehr schön. Geh einfach weg, deine Ult. Ja, ich hab Wave. Okay. Sehr schön. Nice, wenn wir jetzt einen Tower pushen wollen. Ah, ich hab beides am Solo und zwar ein bisschen unnötig. Pushen, ne? Ich kann aber eine Wave bleiben. Die hat jetzt halt eine dicke Item Advantage, aber ist fein. Ich push einfach die Wave aus. Kannst du Midlane die Wave rannehmen? Ich hab 3k Gold. Oh, nevermind, das sehe ich.
Ich mach den so, Ja. Ich komm auch mitte, Okay, Jarvan kann von hier kommen, Cocky kommt von über dir, ne? Okay. Ja. Aber ich bin auch bald da. Wort ist auch komplett Mist grad. Ja, die sind recalled. Alistair hier. Was wäre, wenn wir mit Xayah-Rakan in die Mitte swappen? Wir können den Cocky easy diven, wenn der auch nur eine Wave alleine versucht zu werfen. Ich muss erst kurz resetten. Ah, Problem ist jetzt auch Jana auf eine Sideline zu schicken ohne Summoners. Ja, ist nicht so geil. Ja, Summoners ist nicht. Ja, wir haben bei meinem Verbot. Wir sind 2v2 auch gut dabei. Ja, ich bin auch gut dabei. Können ich halt auch Richtung T2 pushen Bot und dann gucken, dass wir hier warden und dann Mitte roam, dass der die Turret verlassen muss und wir den einreißen können. Blue Buff ist ab bei denen. Ich würde sagen, ich stehe unten einfach safe. Und Kevin und ich holen erst Harry. Okay, macht das. Ja, stimmt. Ja, ihr solltet hier gerade nichts forcen. Komm einfach zu unserem Blue, Johnny. Pushen einfach nur Bot hart durch und halten die ganze Zeit Pressure ab. Und hier Blue zum Beispiel, den können wir. Hier, Blue Buff. Nee, geht da mal weg, geht da weg. Okay, Warwick ist auf jeden Fall hier. Die sind vier Leuten Botzeit jetzt. Also, wir gucken eigentlich. So, dass du lang warten musstest. Passt. Corki kann move. Er hat gesmited, Corki hat keinen. Blue gekriegt. Ich würde recallen für neue Wards gerade, wir haben ja gar nichts zu tun. Wer ist das hier? Pass da auf, ne? Ich komme. Topline get in play, ich move Richtung Top, Corki wird trotzdem vor mir sein, Warwick ist auch da. Alistair moved auch, ich push Mitte. Nice. Ich hab Mitte push, wir können Mitte push vielleicht übernehmen. Ja, ja. Warwick ist hier, Alistair. Ich hab Ulti ab, könnten vielleicht so auf den Dive gehen. Jetzt sollten wir so haben. Die move in Top, hier? Was mit Harold? Was mit Harold? Warwick immer noch hier. Ne, wir gehen für Warwick, wir gehen für Warwick. Okay, Warwick keine Ult. Mitte. Wir moven zu euch, passt auf. Lass nicht aufeinander stehen. Ich spiel von unten, du von oben. Warwick keine Ultimate. Nee, ich werde für Harold gehen. Wenn ihr einfach Wave cleart, ist fein. Ja. Ich hau hier überall Deep Vision rein. Wir sind mit Warwick halt relativ easy zu engagen mit zwei Carries. Er hat keine Ultimate. Ja, wir können einfach safe, wir haben keinen Grund so weit vorne zu stehen. Der hat safe, keine Ult. Ja. Okay, nice. Ich bin auch mindestens Alter, ich glaube, Zombie Ward ist komplett Broken Mastery. Was ist das? Wir haben überall Vision. Wir sind einfach die Map ist hell. Wir haben Triple Zombie Wards, so das ist einfach. Ja, im Jungle musst du das einfach mitnehmen, weil Eyeball Collection ist einfach useless gerade. Ja. Da wird ja auch extra nochmal genervt. Für AD Carry ganz okay early, aber selbst ja, für die AD Carry. Vielleicht Flash und vielleicht können wir da was machen. Willst du Midlane oder Toplane? Was meinst du? Mal gucken. Okay, lass mal einen Schritt zurück, Rickwins, oder? Die könnten uns hier. Lass mal Unlucky in Herald machen. Ich hab auch Botzeit gute Vision aufgebaut. Hier? Ich hab 300 nur. Eins, zwei. Eine Botwave aus. Fang mal an. Ich würde sagen, wir resetten einfach nochmal. Ja, ich würde auch resetten. Ich hab 900 Gold nochmal jetzt. Wollen wir resetten und dann damit Botlane pushen? Ja, okay, yes. Dann push ich Mitte noch die Wave. Und dann gehe ich Base. Ich noch hier die Lane. Hört sich gut an. Okay. Die gehen hoch. Also die werden unten gar keine Vision haben jetzt. Ich gehe. Ich hab einen Push-Spot, wir können auch Bot den Herald nehmen. Nee, lass mal Reset. Nee, haben wir vor. Das ist der Plan. Achso. Bin ich beim Reset zu spät? Soll ich stay? Ja, wäre gut. Ja, komm, ich hab noch einen Pink Ward. Okay, drei waren gerade top. Ich hab da noch irgendwie gesehen. Kann aber auch Bug gewesen sein. Sei ist alleine. Ich könnte auf die drauf, Ja. Ich komme auch Bot. Oh, really nice. Ich play Herald hier. Cocky wird Mitte pushen, aber ist scheißegal. Okay, ich geh. Jo. Wir können halt Nexus pushen. Also. Ja, wir können echt weitermachen. Ja, sollten wir. Wir haben immer noch Herald. Tom, Cocky based jetzt. Wir sind noch Damage drauf. Verliert er nicht so. Lass uns den Harold noch einmal pumpen. Ja. Dann können wir bitte rotieren. Kann sein, dass wir uns jetzt engagen wollen, ne? Also be ready. Xayah ist noch 10 Sekunden tot. Wir haben Harold, Package. Ich stell hier TP auf die Lane. Back. Oder? Ich hab, mega viel gehört. Was mit der Drake noch mitnehmen, oder? Ja, ich würde noch sagen, wir nehmen Drake mit. Den werden die nicht contesten und der ist free. Können wir machen, wir haben Top-Lane irgendwie. Und in der Zeit können. Du kannst auch gerne schon resetten. Wir sollten ihn eigentlich ziemlich schnell nehmen. Okay. Die werden jetzt Mitte push gehen. Ja, deswegen sollten beide Carries kurz resetten. Oder Corki's Solar State. Ja, ich gebe es. Weil dann haben wir einen guten. Die haben hier die moven jetzt. Die wollen zu uns. Oh, ja. Package. TP ab. Aber Warwick's nicht mehr in der Nähe. Also. Ja, Warwick's nicht da. Okay. Einfach resetten jetzt und ein Chilling machen. Können wir die Mitte noch halten? Ich habe jetzt Infinity jetzt. Ich komme, ja, wenn du mir Backup gibst, ja. Ich komme, ich muss nicht unbedingt recallen. Die haben immer noch Package. Was sollte aber spielen? Kann dahinter TP'en. Ich hätte eine Flash weh, ich hab keine Ult. Ah, TP kommt, lass chain. Lol, what? Package ist raus. Okay. Komm. Bin gleich rein, ich muss nur flashen. Oh, lol. Oh, nice, Shockwave. Ja, hier ist ein Range. Warwick. Nichts mehr. Okay. Wir können das noch spielen. Javan. Ja, das ist aber, wenn die Ult abläuft. Cocky. Okay. Oh, da sind die Lowlife.
Ah, das war zu greedy. Als schon. Ist aber okay. Habe in der Phase leider noch nicht so viel damit. Ah, same. Das wäre der Fight echt easy. Auch unbedingt mein Leandris. Ja, Anarchy ist gleich ab. Lass dich noch nicht baiten. Ne? Kann sein, dass ich die hier auch hat. Ich glaube nicht, dass die Nash gehen können. Ich glaube schon, das haben die genau im letzten Game auch gemacht und haben das Game verloren. Ja, dann tun hin. Also du kannst jetzt hin. Jo. Ja, ich kann halt nicht festchecken, aber. Ja, du musst. Doesn't matter so. Hier ist ein German Flag. Oh, die haben den. Halt noch clearen. Top ist eine große Wave, vielleicht können wir die noch nutzen. Was? Yo, was? Ah, ich hätte den eh hier machen müssen, das hat ein bisschen zu lange gedauert. Aber wir können Mitte pushen. Hm, ja. Nein, schade, hätten wir den noch bekommen, wahrscheinlich nicht gehabt. Ich baue hier Vision auf dem Topside Jungle. Können wir den hier nehmen? Ja, und Midland Tier 2 sein, ne? Wir sind gerade in Überzahl, den Tier 2 soll man kriegen. Midland Tier 2 und dann Enemy Blue. Ich bin ja nicht da, ne? Ja, true, okay, ist dann trotzdem. Ich warte. Botlane eine dicke Wave. Midland pusht jetzt auch wieder. Wer ist hier Botlane? Ich. Den Tier Mitte sollten wir droppen lassen. Ja. Jo. Ah, vielleicht T2 jetzt. Können wir versuchen zu dashen. Ich habe in 600 Gold Static, dann bin ich super hart, super mupper strong. Okay. Wer ist allein? Okay, dann jetzt übel Power Spike, ne? Der ist ziemlich strong. Okay. Ich glaube, ich habe einen stärkeren Spike. Okay, ich gehe pop dein Base, ich habe in 600 Gold. In 600 Gold. Ja, wenn du nicht mispositioned bist und von Jarvan oder Warwick fernhältst, dann kannst du es ziemlich böllern in den Fights. Ja. Denk weiter an Pink Wards, ne? Wollen da weiter visionmäßig am Start sein. Ja, okay, ich reset ihn nochmal. Ja, 500 Gold noch. Kacklappen hat nämlich immer noch fucking Sleeping Lens. Muss mir das echt mal über den PC schreiben, das ist insane, ich vergesse das immer. kenn ich. Die Xayah ist auch noch mega schwach im Vergleich zu mir. Was ist der Plan? Der Plan ist Nash auswarten. 200 Gold. Ja, und dann kommen wir auch noch die. Kann ich die Raptors haben oder willst du die? Kannst du nehmen. Ja. Raptors in Mitte, dann habe ich auch noch Pink Wards vorbildlich. Nice. Die sind jetzt immer schon in meiner Kalkulation mit dabei. Achso, du nimmst also gerade die Midwave für Pink Wards. Ja, ist fein. Ja. Ich weiß, das war's gut. Okay. Wir müssen pushen. Warten wir noch ein bisschen. Jetzt wird halt meine Ausbildung. Hätte ich wahrscheinlich Bot gehen müssen, damit wenn du wir pushen könntest. Ihr könnt einfach rotieren auf Top. Mitte pushen und Top rotieren. Jo, ich push also, mit die Wave rein. Wir haben gerade nur Tempo. Ja, mein Bett. Ich hätte Bot gehen sollen für den Plan. Wir haben trotzdem eine Überzeit, top, wenn wir moven. Soll ich Bot versuchen zu deffen oder? Ja, ich kann es halt auf Long Range. Okay, Warwick moved auch top. Ich steh einfach safe. Ich kann hier vielleicht abbrechen oder so. Ja, ich bin da. Die gehen back. Bot ist back, passt da auf, ne? Jo, ist fein. Ich will noch Vision Warwick Gold raus. Ah, ist ein bisschen ballsy. Pass auf. Bisschen noch den Pink Clan raus. Push noch eine Wave. Okay, lass raus. Ich aber hab Warwick jetzt Redemption, ich geh im Back. Außer langsam irgendwie stark. Aber Warwick ist für mich halt überhaupt nicht. Ich geh jetzt nächstes Mod Reminder auch gegen den Warwick. Ja. Ah, so, ganz Item auf AD Carry, ich bin auch ein ganzes Item vorne. Ja. Ich hol mir jetzt Execution, das ist die same Endurance. Oh ne, ich kann's. 1 Minute 30 Fire, also Drake, da sollten wir drum spielen. Ich denke, wir können jetzt easy Teamfights gewinnen. Okay, ja, Package. Ich habe für den nächsten Fight auch Flash Ult, also dann könnte ich ja was forcen. Ja, das Package ist auch bis zum Drake ausgelaufen. Das ist eigentlich eine bessere Situation, kriegen wir nicht. Wir haben noch so viele Power Spikes mehr als die. Hast du die alle schon gesweept? Ja, habe ich. Pass auf gerade. Jarvan ist top. Ihr habt keinen Carry da. Der ist ganz alleine. Ja doch. Oh, ich hätte den Schaden ulten sollen. Fuck. Ist fein. Will ich aufheben. Hat der Sams verbraucht? Nee, doch hier. Ich bin bei dir, so, oder? Können wir den hier noch? Ja. Bin hinter dem. Ja. Ja. Unterwegs. Warwick vielleicht? Oh, Bull ist raus. Okay, nice. Bull ist raus, nice. Good job. Drake in 45 Drake, ja, lass das. Ja, das sollte unser Drake sein. Bot ist ein Bot, haben wir einen Slow Push. Warte, ist mein Larry gesehen? Der Ulti ist der tot. Ah, passiert, kein Problem. Ich hätte auch gedacht, dass der stirbt. War Hextrigger, oder? Ja, wahrscheinlich. Hextrigger und dieses Magic Shit Shield. Okay. Richtig annoying in der Lane schon gewesen. Okay, ja, da ist. Mit dir auspushen dann zum Drake. No. Muss ich ja Spades benutzen, um Laster zu kriegen.
Hier haben wir nirgends Vision, oder? Ich hab noch ein Pink Ward. Ich, ah, ich weiß nicht, ob die hier vielleicht nochmal, aber ich habe mit 5 Sweep. Okay, wir haben. Ach, wir sind ja über den Fest. Können wir die trappen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Warwick rechts, die sind also splittet. Aber die gehen halt über den Weg, ne? Wollen wir die hier trappen? Ja. Ja. Wow, oh, wow. Der kann Ultra-Wall. Rushen wir die einfach? Rushen wir einfach? Ja, wir rushen. Ja. Ich so only. Ich hab Flash Ult, ich könnte ultien. Hast du auch? Nehmen und oben rum raus. Ich könnte rein. Wir können das gewinnen, easy. Oh. Wir sollen fighten. Alistair. Kommst du dir? Einfach durch die Ult durch. Da waren von hinten. Auf die beiden Carries. Alistair. Auf jumpen. Meine ich ja damals so. Ich komm hier noch rein. Ich komm rein, ja. Warwick. Der ist super low. Pass auf. Warwick hab ich noch. Lass dich chasen, nicht mehr. Okay. Wir hier durch, oder? Ja. Okay, resetten oder was wollen wir damit nehmen? Wir haben da immer noch Zeit, oder? Botlane haben wir aber push jetzt. Botlane ist halt die Wave noch da. Ja, aber wir haben noch mega viel Zeit. Wir haben auch Enemy Blue Buff. Kannst du mir kurz ein Schild geben? Ja. Gucken, okay, der geht komplett weg. Boah, die Schilde, ich hab halt auf diesem Patch so wenig FPS. Wir Blue Wölfe noch mitnehmen. 15 Sekunden, ja, Blue Wölfe hört sich gut an. Baris, 1 Minute, wollen wir das als nächstes Objective nehmen? Ja, einfach. Jo, dann aber jetzt resetten. Denkt an Pings. Wenn wir da 3 Pings stehen haben, dann müssen die fest. Keine Items, Gott, ich bin für Stopwatch gegangen. Den nächsten Fight. Ich verkaufe Dorans für Pings, klar. Ich habe jetzt leider. Ja, wobei, nee, ich kann mir nichts kaufen, gerade was sich mir einen Pink Ward erlaubt. Ja, bin ich dumm? Ach, das habe ich gemacht. Okay. Ja, denke, den BF zu holen ist mehr worth als den Pink One. Ja, denke ich auch. Ich habe halt überlegt, wenn ich direkt auf Mortal gehen könnte, hätte ich einen Slot gehabt, aber hatte nicht genug gehört, leider. Okay, in 20 Sekunden ist Blue. Sonst kriegt ihr die Vision auch ohne mich gekillt, damit ich noch den Red machen kann, oder soll ich bei euch bleiben? Sollte fein sein, glaube ich. Wir sind 5 Sekunden. Wir haben Krabbe auch. Passt. Okay. Ja, wir können also, wenn die so lange die Zeit jetzt noch keine die jetzt bei mir rein. So ja, die werden jetzt die Vision bei Nash nehmen, aber wir können die jetzt zurück. Wir haben noch gar keine Worte, die können nichts kriegen. Ich bin jetzt da. Auch da. Ich bin so lächerlich stark im Verletzungs. Ja, wir können auch versuchen einfach zu engagen, ne? Mit Rakan und Obi-Wan. Ich bin auch relativ strong gerade. Lass uns Mitte reinpushen und dann die Ash Vision nehmen. Ja, hier? Nice hit. Pass auf, rechts weg. Die gehen bei mir rein. Ich mach Sonjas. Cockys half. Ich hab die alle genockt. P für Sola. Bin auf Cocky. Hier Sola, P Sola. Die sind immer noch auf mir drauf. Alistair. Ich hab Cocky. Davin. Alistair, der hat keine Ult. Ich hab Zaya. Ihr macht da alles, ich bin Warwick Ulti raus. Ich hab 4 Flashes, nee, 3 Flashes und. Kommst du dir, Kevin? Oh, das war eklig. Nice, ich hab die QSS bauen. Ja, ich kam leider nicht mehr zu dir hin, noch wegen der Javan Ult. Ja, ich war auch leider gesorgt, ich hätte dort besser spielen können, ich hab gar nicht geultet so. Ich dachte, nach unten flashen würde oder so. Ich hab Stopwatch zu spät rausgekriegt, das wäre der Fall übel easy gewesen. Ich baue jetzt schon mal hier Vision auf. Schön vor Warwick. Wir haben 17 Sekunden so. Ich weiß nicht, was wir holen können, ne? Vision. Ja. Aber ich soll nochmal basen. Ja, ich will auch basen. Oh. Ich seid jetzt bald Infinity Edge, ist hier um einiges stärker als vorher. Der Javan hat auch immer noch eine Stopwatch, ne? Passt da auf. Puh. Okay, die haben jetzt nochmal Package, das sollten wir nochmal abwarten, wir haben keinen Zeitdruck. Einfach mit Prio, wir haben einen Slow Push Top Wave und dann wieder Baron Vision aufbauen, würde ich sagen. Ich kriege in 30 Sekunden nochmal 15 AD for free durch. Durch Gathering Storm. Nice. Ich hol mir den Blue und dann kann es von mir aus weitergehen. Ich würde. Sweeper raus. Idealszenario ist, wir warten Package ab, wir warten mein Level 16 ab, wir haben den Botlane Push und dann hauen wir da rein, aber Level 16 abwarten müssen wir nicht. Pass auf. Das ist kein Flash Guard leider. Hier ist Wall. Boah, FPS wäre nicht was Schönes. Haben wir Sweep Up? Ja, ich hab Sweep Up. Ich will erst mit Baby One. Okay, wir. Ja. Ach, schon, die waren auf Tristana. What? Das war interessant aus. Was war das? Nein, der wurde gecancelt, aber nach. Also mitten. Versuchen zu disengagen. Pst. Was war das? Oh, never mind. Good job. Baited. Nice. Komm mal zu dir, Kevin. Ich hab ein Schild, Oh, schade. Ich hab Redemption jetzt wieder. Hey, das muss ich mir nochmal angucken. Kannst du mir? Ich komm zu euch, wir können nochmal rein. Komm mal, nix aus. Oh, pass auf. Dann 4. Xayah hat noch Ultimate.
Ja? Pass auf, spiel das langsam. Dann werdet da nicht mehr rein, denke ich. Nee, nee. Ah, fuck, Alter. Ich glaube, ich bin gesprungen, wurde am Anfang des Sprungs von Warwick geultet, aber das hat mein... Ja, lass uns mal ein Spiel überlegen, wie wir das hier machen. Könnt ihr irgendwas dafür kriegen, ne? Ich glaube nicht. 3 gegen 3. Müssen... Ich gleich noch QSS kaufen. Müssen mit Prio zusammenholen und nicht alleine stehen, so. Der Engage darf da eigentlich gar nicht passieren. Ja, ich dachte... Die könnten Nash rushen, weil ich gerade Botlane bin. Nach dem Base. Ich hab's verkackt oder was? Hat mich getrollt, eins oder Ja, dann gib mir Base jetzt schon. Ich hab die B. Geh runter. Geh mal schon Base. Ich hab jetzt einen 120 Flash. Ja, die gehen zum Nash. Was ist hier gerade? Pass auf. Mitte kommt jetzt nochmal eine Wave. Ich hab jetzt Sonias. Pass auf. Okay, nice. Ich bin wieder unterwegs, ich hab 3 Pings. Oh, ist half. Warwick hat jetzt fucking Thornmail. Okay, ich resette kurz. Ich hab in 60 God Mortal, aber grad nichts zu holen hier. Zai hat jetzt Infinity, also Mountain ist 20. Wollen wir den nicht lieber erstmal nehmen? Ja, aber dafür brauchen wir trotzdem. Ich kann ihn solo nicht. Wenn wir Krabbe bei Nash haben, jo, nice. Lass noch eine Midwave rauspushen und dann... Okay, aber lass zusammen, lass nicht solo. Achtung hier. Bei Tim. Safe? Sollte fein sein. Mach den alleine jetzt einfach. Du kannst beim Team bleiben. Die moven jetzt wieder zu... Die moven jetzt zu euch. Zeigt euch einfach. Ja, es gibt keine Waves so. Ich mich da zeige, ich einfach nur aus Mar. Die wissen jetzt, dass ich mache. Die gehen Richtung Baron. Ja, aber wir haben da Krabbe. Lange. Lass nicht betten lassen. Nice. Komm. Ich hätte jetzt Mortal beim nächsten Back, aber ich muss nicht. Ich hab Flash-Ulti, also wir können auch was forcen jetzt. Oh, sehe ich mich. Mitte Prio holen. Wartet. Wir haben Botlane im Pushen und Mitte. Wir können einfach Mitte runterrennen und die forcen. Java wird zu mir kommen müssen. Okay. Corki Stunt. Wollt ihr einen Fight forcen? Ich kann es machen. Nee, wir haben Bot rotieren, lass Bot rotieren. Ja, wir haben Pusher. Aber ich muss in. Lang gehen. Bin zu langsam. Ich bin weiter weg, ne? Okay. Pass auf. Nee, es geht ein bisschen. Flash. Die engagen hier. Geht mich nicht. Geh außen rum. Nein. Ich bin wieder Richtung Nash laufen. Ich hab recht viel Cash. Ich bin noch Recall, ich hab nämlich keine Wards mehr. Okay, ja, dann lass hier Recallen, oder? Ja. Wenn die kommen, können wir immer noch re-engagen. Okay. Cockett ist. Ziemlich viel Crit, also der macht jetzt auf jeden Fall richtig gut Damage. Wir gehen jetzt wieder Richtung Nash. Schaffen. Ja, wir sollten in Time da sein. Ich sehe da nicht so das Problem gerade. Deren Frontline wird halt länger überleben. Die könnten den hier drüber machen gerade, ne? Nee, also ich überlebe gerade. Stimmt schon, okay. Die können zusammen. Okay, passt. Ja, also Kevin eskaliert das völlig. Ja, nee, du hast ich hab nicht. Und ich treffe auf jeden normalen Teamfight eine Backline-Ult wie eben so. Also die machen halt echt Schaden. Gut. Ich hol mir noch meinen Red Buff. Hier ist noch ein Pink dran. Pass auf gerade. Haben wir noch Pink Wards für den Busch hier? Nee, ich bin gerade leider. Ich hab immer noch keinen Slot die ganze Zeit. Pass auf. Der Cocky Recall, der holt wahrscheinlich Package. Wieder? Keine Ahnung, so warum soll ich das hier? Ich wäre ein 1,6k Full Item Build mit einem QS, mit einer QSS auch noch. Jo, ja, Package. Die sind hier aber nur zu dritt gerade, ne? Hm. Der Alistar ist relativ alleine, der spielt immer ziemlich aggro. Ja, aber der hat halt auch eine dumme Ultimate da, oder? Oh, Sola ist gecatcht. Corki ist stunned! Corki ist stunned! Hinter dir. Nice! Xayah, können wir Xayah? Auf Xayah! Holt raus, ich hab Stun jetzt. Ihr könnt Baron gehen. Ich geb dir Stun. Go Baron! Yes, die ist tot! Alter, okay. Der Flash Exhaust, Mann, ey! Ja, nee, dann lass wir finishen. Ja. Ich hab dreimal nicht gecrittet bei 80%, viel zu bad. Oh, ich hab mein Locket nicht ruhig bekommen, Alter. Fucking kalte Hände, Mann. Ich so krank hier bei mir, aber auch. Alter. Solar Engage Monster. Danke. Ja, ich hab jetzt gelernt. Also, ich hab was gelernt im Spiel. Ich das kann freut die Warwick W. Die Warwick Ult kann ich nicht mit der Tristana W zumindest killen. Ich bin Tower. Und Stop Greed. Ich hab ihn nur weggeschubst, damit er sich nicht heilen kann. Dub Greed! Wenn wir einen Teamfight da nicht verlieren, wo die Baron kriegen, dann ist das Match zu 10 Minuten vorher. Aber das war echt schön. Ja. Deutlich mehr Pickwords als sonst. GG, Leute. Das war ein schönes Game. Und schön mit 90 FPS. Da sehe ich mich. Boah, meine Hände, auch so 110 Alter, das oder so. Aber ich hab's gar nicht so gemerkt. Weil meine sind nicht mehr so wirklich kalt, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Fühlt sich so langsam an gerade. Piu.